Dann begrüße ich Sie von meiner Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Mit Ihrer großen Präsenz bestätigen Sie, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Können Manager wirklich nur zwischen Profit und Ethik wählen? Und gibt es ein gemeinsames Ethisverständnis in dieser entgrenzten Welt, in der wir heute leben? Wir alle sind gefordert, im Einzelnen oder auch in Gremien den Unterschied zu machen. Das ist neben allen Compliance-Prozessen und sonstigen Papiertigern der wichtigste Aspekt auf dem Weg hin zu ethischer Unternehmensführung. Wir Menschen machen viele Fehler, aber wir Menschen machen eben auch den Unterschied. Die beste Qualitätssicherung ist der Dialog innerhalb der Redaktionen und Chefinnen und Chefs, die ihr auch Maßstäbe setzen, verkörpern und sind. Aber die beste Auseinandersetzung ist, sich immer auch zu fragen, warum ist dies oder das nicht thematisiert worden? Wir müssen dauernd reagieren. Wir sind zum Schluss nichts anderes mehr als ein algorithmikgetriebenes Maschinchen auf niedrigem Reflexionsniveau. Und das ist lebensgefährlich. Das sollten wir niemals zulassen. Das heißt, ich kämpfe für die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Wir kommen zum Höhepunkt der Veranstaltung, wir kommen zur Preisverleihung des Swiss Ethic Award. In diesen Bereichen arbeiten bei uns fest angestellt psychisch beeinträchtigte Menschen mit nicht beeinträchtigten Menschen, die es vielleicht ein bisschen schwieriger haben. Das Instrument unterstützt Firmen dabei, bei der Auswahl von Führungskräften bereits auf Integrität, auf ethische Verantwortungsübernahme zu schauen. Ein großes Projekt, das wir jetzt in den letzten 5 Jahren aufgenommen haben, ist, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Rohstofflieferanten im Hinblick auf unser ethisches Wirtschaften auch irgendwie gut erfassen. Und wir haben 2 Fokusschwerpunkte in unserem Managementprozess. Der eine ist die Biodiversität und das zweite ist der Respekt vor den Menschen. Herzliche Gratulation an Sie alle. Die Geradlinigkeit und Konsequenz, mit der Veleda ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt wahrnimmt und ihr Mut, sich dabei auch auf potenziell kontroverse und ergebnisoffene Lernprozesse einzulassen, verdient großen Respekt.